Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play 60 Seconds. Wir machen Überleben mit auf Batman und versuchen jetzt endlich mal was zu reißen, was zu schaffen. In 14 Minuten ist meine Pizza fertig, mal sehen, ob wir den Part in der Zeit schaffen. Ansonsten muss ich halt wieder kurz einen Schnitt setzen, so wie im letzten Part. Und heute mal ohne Kaffee. Ich habe keinen Kaffee hier. Nirgends Kaffee. Und wir haben scheiß Items. Wow. Aber wir versuchen es einfach mal. Keine Items. Und wir schicken gleich Dolores raus, ohne Witz. Wir schicken sie gleich raus. Mit zwei Leuten überleben ist einfacher als mit drei. Vor allem, wenn wir nur so wenig Essen haben. Und... nice. Radio? Wir haben Radio bekommen, schön. Sehr gut, sehr, sehr gut. Von den Leuten, die die Karte angucken wollten. Wir schicken Dolores raus. Und hoffen auf das Event, dass, die grüne Pfütze im Boden ist, auf dem Boden ist. Wäre sehr schön. Nichts so überraschender, als wenn ihr... Nein, das könnte Timmy sein, glaube ich. Ich weiß es nicht. Es könnte halt ehrlich auch gefährlich sein, deswegen. Und das will ich lieber nicht riskieren. Das will ich nicht riskieren. Mary Jane. Ja, komm. Wir schenken ihr die Karten. Wir wollen nicht, dass sie verrückt wird. Es spielt jemand Garry's Mod. Schön. Wieso bin ich eigentlich immer noch auf Online, ey? Offline, bitte. Danke. Meine Güte. Keine Warstein. Kann man irgendwo einstellen, dass man standardmäßig auf Offline eingestellt ist? Okay, wir haben schön gut was an Essen und Trinken. Herrlich. Dolores ist zwar krank, aber das ist okay. Wie ist denn das bei Dolores? Okay, sie kriegt einmal was zu essen und an Tag 10 dann auch nochmal. Auch nochmal. Nee. Dolores müssen wir nicht retten, sag ich mal. Wir müssen taktisch vorgehen. Das Telefon draußen klingelt. Okay, Ted, geh mal hin. Ich hoffe, du wirst nicht krank. Nice. Ich glaube, es waren die Zwillinge. Ja, es waren die Zwillinge. Schön. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, wir hören Radio. Immer wenn ich aufnehme, läuft meine Nase oder so. Das ist übel ätzend. Übel ätzend. Mensch. Essen und Trinken für alle. Okay, hoffentlich ist Dolores bald wieder normal, sag ich mal. Also sie hat sich... erholt, sodass wir dann wieder Dolores rausschicken können. Wäre schon recht super. Können wir nicht machen, wir können nicht um zwei Wasserflaschen spielen. Können wir nicht machen, wenn wir verlieren, haben wir zu wenig Wasser. Viel zu wenig Wasser. Oh, keine coolen Hüte. Ich brauche mehr Hüte. Mehr Hüte. Wer hätte gedacht, dass ich persönlich Wasser verlieren wollen könnte? Anscheinend gibt es Dutzende Rohre. Sind Dutzende Rohre geplatzt. Oh. Wir müssen das Radio retten. Das Achievement, alles kaputt zu machen, bekommen wir eh nicht. Da wir kein Medikit oder keine Gasmaske haben. Ja, wir reden mit Mary Jane. Sie soll ja nicht verrückt werden. Das können wir nur machen, wenn wir alle Leute haben. Das ist das Ding. Sie ist verrückt geworden! Shit! Das ist nicht gut. Das ist eindeutig nicht gut. Eindeutig nicht. Und solange Ted nicht verrückt wird, ist alles okay, glaube ich mal. Kontakt der Hersteller hier draußen und wird uns holen. Nice. Sehr, sehr gut.
Dolores ist bald weg vom Fenster, denke ich. Weil wir sie nicht heilen, weil sie immer noch krank ist. Das ist das Problem. Aber das ist auch irgendwie kein Problem. Wir können sie auch nicht retten mit den Kratzern, die sie hat. Oder was auch immer. Wir haben weder eine Axt noch ein Medikit. Einmal Essen verloren. Oh, das ist nicht so gut. Wir müssen Mary Jane rausschicken. Wir müssen Mary Jane rausschicken. Geht nicht anders. Obwohl, Dolores hat sich wieder erholt, ne? Ja! Dolores! Kannst rausgehen. Ich hoffe, sie kommt wieder, auch wenn sie verrückt ist. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Tag 19. Vor der Detonation war unsere Stadt ein idyllischer und freundlicher Ort. Wir haben oft an den alten Jim gedacht, der manchmal durch unsere Straße gehumpelt kam. Wie sich herausstellte, ist er gesund und munter und immer noch obdachlos. Manche Dinge ändern sich nie. Er scheint uns genauso zu vermissen wie wir ihn. Letzte Mal Stunden hat er unsere Feindung gehämmert und fragt, ob wir... Klar, wir wollen Steine kaufen. Hat das irgendwas gebracht? Ja, der Jim war immer allen gegenüber liebenswürdig und freundlich, also haben wir natürlich die Falltür geöffnet. Er zwinkerte uns zu und sagte zu uns Freunde, zu unserer Freude, dass der erste Stein gratis sei. Denn auch wenn man einen guten Stein immer gebrauchen kann, hätten wir wohl keine unserer Vorräte dafür eingetauscht, selbst wenn er, wie Jim behauptet, Glück bringt. Nee, hätte ich glaube ich echt nicht gemacht. Aber der erste Stein ist gratis. Also von daher ist ja alles fresh. Ach komm schon! Mary Jane! Du kannst nicht das ganze Essen wegfuttern. Pancake? Dolores ist wieder da und hat nichts mitgebracht, oder wie? Doch, eine Dose Essen, das ist super. Einmal Essen für Dolores. Ja. Wir gehen hin. Und es waren die Zwillinge. Sehr schön, sehr, sehr schön. Wir schicken als nächstes Mary Jane raus. Wir müssen es tun. Wir brauchen Essen, anders geht das nicht. Okay, Dolores ist weg. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das Problem ist, alleine zu überleben ist halt schwer, wenn wir kaum Vorräte haben. Weil wir können ja auch niemanden auf eine Expedition schicken. Ja! Wir nutzen die Taschenlampe, um dem Militär ein Signal zu senden. Ja, wir können Pancake nicht füttern, aber das ist gar nicht so schlimm, ne? Es ist, glaube ich, nicht schlimm, wenn wir Pancake nicht füttern können. Ich glaube, das ist voll okay. Ja, wir geben ihm die Munition. Ich glaube, wir haben eine Dose Essen bekommen. Ja! Cool! Das ist sehr, sehr cool. Okay, ja, wir können unsere Karte wieder reparieren. Das ist noch besser. Oh, schön. Der Run entwickelt sich zu was Gutem, aber ich glaube, Mary Jane kommt nicht zurück, oder? Nein. Mary Jane ist nicht zurückgekommen. Aber wir können auch niemanden rausschicken. Aufmachen, im Namen der Freiheit, rief es von über der Falte. Wir wussten nicht, wer dafür sich in Anspruch nahm, die Freiheit zu repräsentieren. Okay, aber wir konnten hören, dass es eine Gruppe von wahrscheinlich bewaffneten Leuten war. Jeder, der sich so vorstellt, plant wahrscheinlich andere im Namen der Freiheit umzubringen. Ich glaube, wir machen trotzdem auf.
Wir haben eine Axt geschenkt bekommen. Als wir einen Blick nach draußen warfen, wurden wir von einer Gruppe Highschool-Schüler begrüßt. Sie waren gut ausgerüstet und sahen so aus, als ob sie sich aufpassen können. Sie fragten uns über feindliche Kämpfer in der Gegend aus. Wir konnten ihnen keine Informationen geben, aber sie ließen uns eine ihrer Äxte da, falls sie uns verteidigen müssten. Als wir fragten, warum sie uns helfen, antworten sie, dass es das sei, was Wolverines so machen. Okay. Nice. Schön, wir haben eine Axt bekommen, das ist super. Aber wir bräuchten langsam mal ein Medikit oder eine Gasmaske oder so. Ted ist verrückt, das ist nicht gut. Eindeutig nicht gut. Fuck. Ja, wir können den Zwillingen die Karte geben. Oh, ich hoffe, das wird was. Wir müssen nur überleben. Ted muss nur überleben. Und dann kann er von den Zwillingen gerettet werden. Ja. Werd halt noch verrückter. Shit. Mann! Dün, 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 dün. Dün. Ja, wir versuchen die Senioren auszurauben, sag ich mal. Alles fürs Überleben. Haben wir was bekommen? Okay. Kein Essen braucht Ted. Ted braucht kein Essen, das ist super. Das ist sehr gut. Ich wollte eh mal was ausprobieren, und zwar, dass wir Essen nur alle 7 Tage geben. Weil alle 5 Tage ist, glaube ich, nicht nötig. Ich glaube, das ist nicht nötig. Ich habe es ja mal mit allen 10 Tage versucht. Aber da war das Problem, dass die Leute dann öfter mal krank geworden sind. Dadurch, dass sie halt so wenig Essen bekommen haben. Aber... ja, vielleicht alle 7 Tage oder alle 8 Tage. Ted ist nicht mehr verrückt, ja! Sehr geil, das ist sehr, sehr geil. Sehr geil. Ohne Witz, oh schön. Herrlich. Okay, noch 2 Minuten. Ted ist wieder verrückt, okay. Ted ist wieder verrückt. Nein! Wir können den Lederkoffer nicht öffnen. Es könnte Essen drin sein. Ja. Aber es könnte uns auch krank machen. Also nein. Das ist, nein. Können wir nicht machen. Wäre zu doof. Noch ein Koffer. Nein. Nein. Wir können es nicht machen. Ted hat Hunger. Ja. Schön für Ted. Du hast eben erst Essen bekommen, Ted. Oh, das Achievement, Konrad-Style oder wie das heißt, das wird schwer. 111 Tage überleben. Wir dürfen halt vorher nicht gerettet werden, wir müssen übel viel Ressourcen, sag ich mal, haben. Was war das? Das Rauschen im Radio. Kurz aufhören, versuchen wir, ja. Tag 43. Unser Radio ist kaputt gegangen, shit. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Aber an sich ist der Run, läuft da ganz gut. Okay, noch eine Nachricht. Ey, wieso kriege ich denn schon wieder 1000 Nachrichten, Mann? Ach. Magen knurrt. Ja, Essen und Trinken kriegst du. Sollten wir im Bunker nicht allein sein? Wir müssen diesen. Okay. Ja. Wir nutzen die Axt. Mit der Axt. Meine Pizza ist fertig. Shit. Okay, Moment. Den Tag machen wir noch schnell. Dann muss ich meine Pizza kurz holen. Okay. Gut, Leute. Ja. Kurzer Schnitt. Ich hole mir meine Pizza. Bis gleich. So, Leute. Gut. Ich habe meine Pizza geholt. Ich sitze hier gerade so ein bisschen abgespackt. Ja, wir versuchen, eine Vorräte zu holen.
Ende. Ted ist nicht wiedergekommen. Doch. Aber Ted ist wieder abgehauen. Toll, da hätte ich meine Pizza nicht mehr holen müssen. Ted ist bereits zu lange draußen. Ja, okay. Wie lang geht der Part? Mal eben gucken. Ja, knapp 16 Minuten vielleicht. Ja, nicht ganz. Aber okay, Leute, gut. Ich wollte eh keinen so langen Part machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn ich gestorben bin. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein. Jetzt.